Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Lego Fluch der Karibik. Und heute mit einem etwas anderen Tenue. Wir sind hier auf einem Leuchtturm, oder es wäre ein Leuchtturm, wenn wir das hinkriegen würden, den zum Laufen zu kriegen. Aber irgendwie haben wir es heute nicht so mit Leuchten, denn wir müssen hier irgendwas reparieren. Normalerweise stören wir alles hier in der Lego Fluch der Karibik. Also irgendwie macht das hier für mich irgendwie gar keinen Sinn heute. Und das Gute ist, dass wir hier oben stehen. Und das Gute ist, dass wir hier oben stehen. Keine Ahnung, was da los ist. Wir können hier nichts unten mehr anfassen, nichts mehr machen. Das heißt, wir müssen ja theoretisch dann oben etwas veranstalten. Also da oben irgendwas machen. Weil mit den Dingen können wir ja... Diesen, was ist mit dem hier? Auch nicht. Also hier unten funktioniert alles, weil es... Funktioniert einfach so rum, also ist ja ganz klar. Aber wir haben hier was. Jetzt geht's da nicht mehr. Der Mechaniker kommt. Das ist echt genial. Die Fähigkeit, das Ding schnell zu zaubern, schnell hoch zu zaubern, ist echt super. Und wie sollen wir da hochkommen? Mit der Dame? Oder Marco jetzt? Nein. Schade eigentlich. Ich kann auch nicht zerstören. Ich frage mich mal, wie das alles. Ach so, hier noch drehen. Ist jetzt grün, das heißt, wir haben Durchfluss. Also bin ich mehr gestoppt. Vielleicht gehen wir nochmals nach unten und vielleicht zu prüfen, ob... Ach so, sind wir hier? Ah, okay. Jetzt geht das hier... Aufgefüllt wird jetzt und... Das dreimal machen, okay. Können wir nochmals drehen? Okay, jetzt wird er oben befüllt. Zwei von drei. Nur noch das unterste. Die Spinnenweben können wir nicht wegmachen. Was haben wir das unterste? So, Thomas. Und wir gehen jetzt einmal 10.000 Mal, bis es nochmals einrastet und noch einmal. So, und nun haben wir das auch. Das Rätsel des Leuchtturms ist gelüftet, meine Damen und Herren. Wir haben es geschafft. Nur noch eine Fackel dahin platziert, aber das ist ja ganz leicht gemacht. Denn hier steht einmal eine. Und nun anzünden und finito incantate. Miste in der Putti Pille Pulle Palle. Können wir hier nun
anschauen, wie das abläuft. Ich muss einfach mal 10.000 Mal verfolgen, bis wir hier... Nein, das schöne Glas! Das schöne Glas! Wir verschwinden! Nun haben wir wieder was gelernt, meine Damen und Herren. Wir haben wieder was gelernt, denn hier gibt es wieder Probleme in der Stadt. Hallo! Hier waren wir noch nie, oder? Hier waren wir tatsächlich noch nie. Tatsächlich. Aha. Was können wir hier machen? Keine Ahnung, was wir hier machen können. Na, hallo, die Herren. Die Damen, tut mir leid. Mit euren miesen, fiesen Dingern hier. Stimmt, die eine ist ja anders, ne? Stimmt ja logischerweise. Also im Film natürlich. In der Movie. Ja, was hat denn da hinten eigentlich für ein Problem. Mal kurz, vielleicht da hinten ist ja was. Jetzt kommen wir wieder hoch. Die können ja so doofe Geräusche machen. Ach, aber genau, meinte ich eigentlich. Man ist sehr schnell verliebt, ne, bei den Herren und Damen. Höhle. Wir haben keine Zeit für solche Sachen. Einfach mal Problem lösen. Geht irgendwie nicht. Gut, wir gehen hier hoch. Und die andere ist ja hier oben, ne? Das erste Stück ist hier und das können wir nun uns, glaube ich, sogar holen. So, und das zweite kommt dann auch nach unten. Also kommt danach, so gesehen. Können wir das wieder unten? Das geht nach unten. Und da müssen wir dann das zweite Ding dran machen. Ich weiß, was ist denn da unten? Guck mal kurz. Hier, was ist denn das? Ach, das war für die Leiter da. Okay, alles klar. Oh, Freundchen. Tu mal nicht so. Wir haben hier ernstere Probleme als Dame in den Anzug. Jetzt gibt es auf einmal Sinn, ne? Ist ja angenehm, dass wir hier gefahren, verschifft werden. Ja, das ist sehr toll. Exzellente, möchte man fast sagen. Können wir hier auf unsere Kollegen zählen? Nur mal so als Frage. Was ist denn los? Nein. Wieso? Wieso? Warum auch immer wieder? Freundchen. Ah, ich weiß nicht warum. Ey, es geht langsam auf den Nerv hier. So. Sie ja nicht dem Herren in die Quere kommen hinten durch.
Bitte, helf mir! Oh. Wir haben langsam. Nein! Oh oh. Was nun? Das Ding wird nicht so wirklich gut. Sehr schön sogar. Ah, super. Hatte ich eigentlich schon vor, aber nun muss ich den Weg wieder oben durchgehen. Ich weiß nicht, hinterher ist ja auch irgendwie doof da hinten. Oh. Das wird nicht mehr so gut jetzt nehmen, Mann, ne? Zieh mal weg, die Arschblöten! Nein, den kann ich nicht gebrauchen. Die Dame, ja, das geht sogar. Oh oh. Ich will mal nicht so tun, aber wir haben hier mächtigere Probleme. Ja, wie zum Beispiel. Die kommen immer nach. Das ist ein Fluch. Wir waren hier schon, wir sind da runtergeflogen. Genau hier. Genau auf diesen verdammten Scheiß ab. Sind wir dann geflogen, so gesehen. Und nun, weil nur Jack Sparrow hoch kann, gehen wir hoch. Und sprengen das Ganze in die Lüfte. In die Lüfte. Und nochmal in die Lüfte. In die Lüfte! Lüfte! Gut, ich steuere nicht zu. Okay, ich steuere schon ein bisschen, ne? Ich steuere schon ein bisschen zu viel. Aber ich weiß gar nicht. Schon so? Ja, geht. Geht. Geht, ne? Also nicht wirklich viel, nicht wirklich hoch. Ach, wir müssen auf. Oho, wir haben wieder aufgebaut. Das ist aber ganz sexy hier. Ja, also eine Fackel. Und dann geht's ab nur nach Hause. Oh. Das war nicht wirklich so klug. Aber schaffen wir schon, ne? Kein Problem hier für den Hengst. Wir sind auf die falsche Seite, aber natürlich, klar, wir haben hier nichts zu tun. Wir sind alleine und wie frivole. Immer sagen, check, wir verlassen das Ding. Okay. Nochmal links durchs Bild, von links, dann nochmal von rechts, nicht mal. Wildcap Bay, meine Freunde. Und nun sind wir wieder hier. Oh, ich übersteuere wirklich manchmal, ne? Wirklich manchmal übersteuere ich ein bisschen, aber ich habe da keine, ja, keine Einflüsse, mal so. Ich übersteuere wirklich ein bisschen. Ein bisschen. Aber kein Problem, wir haben hier nicht gefunden, nichts gefunden. Nur höchstens ein oder so, aber nicht mehr. Was sagen meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Episode. Ne? Und bis dann und tschüss. Und das war's für heute.